Ja, was gibt es Besseres? Du sitzt gemütlich vor deinem Lagerfeuer, trinkst deinen Kaffee, der Wind weht dir um die Ohren, dein Motorrad isst gemütlich das Heu. Moment. Eine Frage, die immer wieder auch jetzt noch in der Gilde gestellt wird, zum Beispiel bei uns und auch in anderen Gilden, ist, wo soll ich Garnisonsressourcen herbekommen? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Durch das Questen bekommt man eine Zeit lang welche, aber ihr werdet natürlich später sehr viele benötigen. Mehr, als ihr zum Beispiel mit dem Sägewerk mal eben so herstellen könnt oder mit dem Handelsposten. Das sind natürlich zwei Sachen, ist auf der Horde wie auf der Allianz gleich. Da kann man Sachen halt traden und hier zum Beispiel, das wäre der Handelsposten, da Was gibt kann man ich für jeden euch Tag tun? etwas ab und bekommt dann Schönen Tag auch. Garnisonsressourcen. Aber das Ganze kann natürlich auch sehr wenig sein, wenn man viel bauen möchte. Manche Gebäude kosten 900 Ressourcen und dann möchte man ja auch noch seinen wöchentlichen Bonuswurf haben, den man sich auch in Ashran zum Beispiel gegen Ressourcen holen kann. Und das kostet alles sehr viel. Nun, was kann man da erstmal machen? Gehen wir erstmal auf die Schatzsuche ein. Wenn ihr Archäologie in Draenor habt, dann könnt ihr euch irgendwann hier Schatzkarten holen. Dafür müsst ihr allerdings Archäologie 600 schon beherrschen und dann könnt ihr hier zum Beispiel Schätze auf Schatzjagd gehen und könnt da Ressourcen bekommen. Dann natürlich, wie wir es angesprochen haben, die Gebäude und das Questen und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das mit euren Anhängern alles ein wenig zu beschleunigen. Das hier regeneriert 6 Ressourcen pro Stunde hier, das ist also nicht allzu viel. Bei der Horde liegt das da auf der anderen Seite vom Hauptgebäude, also auch ganz in der Nähe. So, und jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man an Ressourcen kommen kann und gleichzeitig auch noch das in eine vernünftige Kombination mit seinen Anhängern bringt. Ich meine, wir hatten schon mal das Video gehabt, dass man auf jeden Fall schneller XP bekommen kann oder Missionen abschließen kann. Nun werden wir das Ganze mal kombinieren. So, das hier, liebe Horde, das ist das Mondsturz-Gasthaus auf der Allianz. Bei uns sieht das ein bisschen anders aus als bei euch. Bei euch ist es die Frostwaldschenke, beziehungsweise für liebe Allianz-Spieler, die Horde hat eine Frostwaldschenke, die heißt bei denen etwas anders. Das Prinzip ist natürlich immer gleich. So, das haben wir auch schon mal angesprochen. In der Schenke gibt es ab Stufe 2 immer ein Kopf. Wie Geldjäger. geht's? Das hier ist der Schönen Allianz. Da Tag kann auch. man sich bestimmte Klassen jede Woche aussuchen und einen Anhänger dort rekrutieren, der dauerhaft bei euch, bei den Anhängern hier bleibt. Da könnt ihr immer mal wieder hier euch eine neue Klasse holen mit verschiedenen Fähigkeiten. Also, aber nur einmal pro Woche. So, da wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze sinnvoll zusammenbringen können. Gehen wir mal hier an den Missionstisch. So. Ja, bei der Horde ist das alles etwas runder, das Ganze. Bei uns nicht. So. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. Nun, das Wichtigste ist natürlich erstmal, es gibt hier, also ich habe jetzt mal einfach die offen gelassen, viele Blocker-Missionen. Das wäre zum Beispiel sowas hier. Das ist so eine Mission, die blockt total. Die dauert 10 Stunden und ihr bekommt dafür gerade mal 1600 Erfahrungspunkte. Für solche Sachen gibt es hier als Beispiel meine Mina Kunis oder Tesa Windbroff. Die haben dieses kleine Reitsymbol hier. Das ist das epische Reittier und das reduziert die Missionsdauer um 50%. Wenn ich jetzt eine nehme, ist sie nur noch 5 Stunden lang, nämlich jetzt 2 Stunden 30. Damit schiebt man blockende Missionen schon mal aus dem Weg und kann sie arg beschleunigen und kann dann natürlich eben sich auf diese Garnisonsressourcen hier mehr einfach einstellen. Wenn man nämlich seine Missionen alle abschließt, dann bekommt man natürlich auch neue. Wenn man zu schnell macht, irgendwann eine Zeit auch mal gar nicht, dann muss man ein bisschen warten. Allerdings, wenn man die halt abschließt, ist die Chance groß, dass man neue Missionen bekommt für Garnisonsressourcen. So, jetzt kann man das Ganze koppeln. Jetzt habe ich mir zum Beispiel diesen Gnom hier besorgt. Das ist Ricky Lindgraf, auch in der Frostwaldschenke bzw. Mondsturzgasthaus zu erhalten. Und die hat den Bonus Wiederverwertung. Erhöht die bei einer Mission erhaltenen Garnisonsressourcen um 200%. So. Die hat jetzt natürlich hier einen schlechten Bonus, 59% Chance, aber 120 Ressourcen, wenn ich sie jetzt hier nehme. Die hat nämlich auch die Wiederverwertung. Da, nee, das ist sie nicht. Wo ist sie denn hier? Ich hatte doch eben noch hier eine Mädel gehabt, das hat eine recht hohe Chance hier gehabt. Ich glaube, das war die andere Mission, das kann auch sein. Hier, genau. Hier hat sie jetzt eine 100% Chance in einer Stunde auf 132 Ressourcen. Wenn ich natürlich drei davon habe, kann man sich das hier ausrechnen. Wenn ich jetzt die hier reinsetze, zack, und die hier, zack,
Und dann habe ich noch eine gehabt, die hier, die hat leider jetzt nur eine 40% Chance. Und das ist ja auch so eine Sache, das dauert natürlich, bis man die wieder hochgelevelt hat. Und das kann man eben mit diesen zwei anderen hier auch ganz gut machen. Und nehmen wir mal diese Mission hier. Diese Mission gibt 10.000 Erfahrungspunkte. Beachtet bitte, kleinere Charaktere erhalten weniger Erfahrungspunkte, auch wenn sie die erfolgreich abschließen. So, jetzt kann ich die beiden natürlich hier nehmen. Die haben auch noch hier den Hearthstone-Profi-Buff. Das bedeutet, das gibt nochmal einen XP-Bonus. Das heißt, die Grund-EP ist das hier 2025 plus 5, 2,5 plus 10.000, wenn sie das Ganze schaffen. Jetzt könnte ich mir noch ein Yali mitnehmen. Jetzt haben wir hier in einer Stunde 30 eine Chance von 83%, 12.500 noch was XP zu erhalten. Jetzt schicke ich die einfach mal los. Und der Vorteil ist natürlich, ihr könnt Anhänger natürlich auch erhalten, wenn sie hochgelevelt sind. Auch mit dem Bonus Wiederverwertung, da müsst ihr nicht jede Woche einfach warten, bis ihr einen rekrutieren könnt. Ich würde also zuerst anfangen mit so zwei, zum Beispiel der hier mit dem Reittier-Bonus, hier episches Reittier und hier auch die zwei würde ich mir zuerst besorgen. Damit könnt ihr nämlich alle anderen natürlich erstmal schon mal anfangen hochzuleveln und darauf spekulieren, dass ihr dann noch einen Wiederverwertungsbuff bekommt und kombiniert das dann alles. Und das wäre zum Beispiel jetzt so ein Grundsystem, wie man das hier aufbauen würde, wenn die drei es jetzt da schaffen, ihre Mission abzuschließen. Dann habe ich ungefähr, was war das jetzt, sagen wir mal, 100 pro Mission, 300 neue Ressourcen mal eben innerhalb von einer Stunde. Und das geht natürlich auch mit den zwei mit anderen Sachen. Also hier zum Beispiel mit der Ausrüstung. Das ist auch noch so ein Thema. Natürlich wollt ihr die nicht nur einfach so losschicken, sondern ihr wollt ja auch möglichst große Chancen haben, auch dass ihr die Mission besteht, gerade wenn es da so um 10.000 XP-Missionen gibt. Da empfehle ich euch die Wiederverwertung. Die Wiederverwertung wäre bei der Allianz jetzt das Gebäude hier. Die Horde hat natürlich auch wieder das gleiche. Und ihr bekommt immer am Anfang kleine Beutelchen. Das hier ist jetzt schon Stufe 2. Und 3, Entschuldigung, das hier ist Stufe 3. Und ihr bekommt dann immer mehr von diesen. Ob Stufe 3 bekommt ihr dieses große Bergungsgut hier. Oder was sogar Stufe 2? Moment, da wollen wir mal selbst überlegen. Eben, ich glaube, es war ab Stufe 2, dass ihr dann die großen Truhen. Am Anfang Stufe 1 kleine Beutel, Stufe 2 große Truhen. Stufe 3, es kann etwas für euch drinne sein. Was schön ist. Ja, genau so war das. So. Und die könnt ihr dann hier immer, also immer wenn ihr eine Mission abschließt, bekommt ihr eine Kiste mit Bergungsgut. Mit Glück. Es gibt keine hundertprozentige Chance dazu, aber sie ist recht hoch, wenn ihr die erfolgreich abschließt. Wenn sie versagt wird, kriegt ihr nichts. So, und dann kann da halt, ist da eben manchmal Müll drinne, wie hier zum Beispiel, den könnt ihr dann halt verkaufen oder eben Waffenverbesserungen wie das hier. Und da kann ich die jetzt um 3 verbessern und dann rüste ich natürlich meine guten Anhänger aus, also die mit dem Speedbuff, dass die eben die Chance erhöhen, dass die Mission auch wirklich funktioniert und so kann ich dann halt schneller leveln. Das heißt, am Anfang wird das natürlich, bis ihr die 2 hoch habt, die erhaltet ihr auf Stufe 90, entweder grün oder episch, bei mir waren sie grün gewesen, grün oder blau, so, bei mir waren sie grün. Dann müsst ihr die natürlich am besten sofort ausrüsten hier und deren Ausrüstung pimpen. Ja. So, ups, jetzt habe ich Shelly Hamby ausgerüstet. Das wollte. Nee, habe ich nicht. Gut. Oh, Gott sei Dank. So, die hier buffe ich jetzt auch nochmal ein bisschen. Also, ich würde das Ganze mit der Wiederverwertung am Ende auch noch kombinieren. Und wenn ihr jetzt weitere Rüstungsteile braucht, dann nehmt ihr halt eure zwei ganz schnellen, reduziert die hier auf eine Stunde wieder und habt noch eine Verbesserung. Und wie ihr sehen könnt, die hier hat momentan 638, weil die. Mal gucken hier. Wo ist das Mädel? Mina cool. Hier, die Waffe ist gut, episch, aber die Rüstung ist noch ein bisschen doof. Und so könnt ihr die dann alle nacheinander hochbringen. Und wenn ihr jetzt nicht Glück habt, die sind 100 geworden und die haben jetzt keinen tollen Buff wie die Wiederverwertung oder wie ein XP-Buff oder, dann könnt ihr die ja einfach deaktivieren, schiebt sie hier nach hinten und probiert es dann einfach mit einem anderen Charakter. Also ich habe hier auch jede Menge Leute deaktiviert, wo ich gesehen habe, okay, das ist schon mal, hat schon Potenzial, nicht so effektiv zu sein und habe sie erstmal nach hinten geschoben. Er hier zum Beispiel, da war auch nichts bei am Buffs, also erstmal deaktiviert, einen anderen genommen und den kann man dann wieder durchziehen. Und
So sollte man im Grunde kein Problem mehr mit Ressourcen haben. Also es ging tatsächlich so weit, dass ich viele von denen in Gold umtauschen konnte. Das geht in eurem Handelsposten zum Beispiel. Es wird halt nur am Anfang ein bisschen dauern, bis diese zwei Windläufer da quasi auf ihren Ponys hochgelevelt sind. Und ab da geht das Ganze dann sehr, sehr schnell. Und wenn ihr dann noch einen mit Wiederverwertung habt und den da durchzieht, dass er auch große Chancen habt oder zwei oder drei, dann habt ihr keine Probleme mehr mit Ressourcen. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Ihr könnt ja ein kleines Feedback oder ein Abo hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.